Jetzt kommen wir zu rechtlichen Themen. Wir sind hier zu Gast bei Dr. Ralf-Oliver Gräf, er ist Fachanwalt für Medienrecht. Und unser erstes Thema ist das Recht am eigenen Bild. Deswegen die Frage, was ist das eigentlich? Jede Person hat das Recht, darüber zu entscheiden, ob und inwieweit ihr Bildnis, also ihr Äußeres, aufgenommen wird und verbreitet wird. Und wenn ich jetzt selber fotografiert wäre, jemand hält mir sein Smartphone unter die Nase und drückt ab, welche Rechte habe ich? Sie müssten einwilligen, dass er das tut. Und wenn Sie das nicht getan haben, dann hätten Sie einen Unterlassungsanspruch oder einen Schadensersatzanspruch. Das heißt, wenn jemand mein Foto auf seine Facebook-Seite postet, muss er mich vorher fragen? Dann müsste Sie vorher fragen. Das gilt für Facebook genauso wie für eine Zeitung oder für einen Film oder also im Digitalen wie im Analogen. Und wenn ich jetzt selber fotografiere und losziehe, wie gehe ich da am besten vor, damit ich keine Probleme bekomme? Dann sollten Sie am besten die Einwilligung desjenigen, den Sie fotografieren möchten, einholen. Idealiter schriftlich. Das kann kurz sein, das muss jetzt kein langer Vertrag sein. Aber der Hinweis, dass er auf sein Recht am eigenen Bild verzichtet und Sie damit machen dürfen, was Sie konkret vorhaben, das sollten Sie auch spezifizieren. Für eine Zeitung, für ein Buch, für Social Media. Und dann könnten Sie starten. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, ob ich das Foto privat verwende für meine Facebook-Seite oder ob ich das in einem Buch drucke oder in einer Broschüre? Das wird häufig verwechselt. Das sind urheberrechtliche Fragestellungen. Aber hinsichtlich des Rechts des Abgebildeten gibt es keine Ausnahmen. Die Ausnahmen, die es dort gibt, sind nur bezogen auf die Frage, welche Personen einwilligen müssen. Also Prominente müssen nicht einwilligen, sogenannte Personen des öffentlichen Interesses. Das sind Politiker, Schauspieler, Stars, bekannte Sportler, es sei denn, sie kommerzialisieren deren Antlitz, also wenn sie eine Werbekampagne machen mit den Bildern von Klitschko, dann müssten die natürlich trotzdem wieder einwilligen, obwohl sie prominent sind. Und dann gibt es weitere Ausnahmen wie Versammlungen, Aufzüge, wenn sie Beiwerk sind, wenn sie auf Demonstrationen gehen, dort bedürfen sie auch keiner Einwilligung. In allen anderen Fällen bedürfen sie einer Einwilligung desjenigen, der abgebildet wird. Das heißt, wenn ich selber an einer Veranstaltung teilnehme oder zu einer Demo gehe, darf ich fotografiert werden und die Bilder dürfen auch veröffentlicht werden? Ja, als Teil des Aufzuges, als Teil der Versammlung, Teil der Demo, könnten Sie fotografiert werden und könnten sich nicht dagegen wenden, dass Sie erkennbar sind. Sie müssen aber immer erkennbar sein. Das heißt, Sie müssen für Ihren persönlichen Nahbereich, Familie, Freunde, enge Freunde, muss klar sein, dass Sie das sind. Das reicht aber auch, dass man Sie von hinten erkennt oder weil Sie irgendeine charakteristische eine Brille tragen oder ein Amulett, dass man sozusagen sagt, das ist diese Person. Das reicht aus. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, im Sommer fahre ich in Urlaub und bewege mich bei berühmten Bauwerken, da kann ich doch nicht warten, bis entweder alle weggelaufen sind oder alle einzeln fragen. Genau, das ist die sogenannte weitere Ausnahme des Beiwerks. Sie sind also sozusagen unten am Matterhorn und stehen da rum und sind so klein, das Matterhorn so groß, dann könnten Sie nicht sagen, da möchte ich nicht drauf sein. Oder Sie stehen neben dem Kölner Dom und jemand macht ein Foto. Insofern auch dort würde die Ausnahme gelten. Aber auch hier wieder, es gibt eine Rückausnahme, das ist sozusagen die Verletzung der berechtigten Interessen. Das heißt, wenn diese Bilder jetzt möglicherweise in einem kommerziellen Kontext genutzt werden würden, dann müsste doch wieder eingewilligt werden. Also Grundsatz Einwilligung erforderlich, Ausnahme unter gewissen Voraussetzungen keine Einwilligung erforderlich. Es sei denn, es liegt eine Verletzung berechtigter Interessen vor. Dann gibt es noch das Gerücht, wenn mehr als 8 Leute auf einem Bild sind, dann müsste ich die nicht mehr fragen, dann wäre das eine Gruppe und die darf man fotografieren. Stimmt das? Das habe ich, ehrlich gesagt, noch nicht gehört, aber es gibt diverse Gerüchte in der Juristerei und dazu gehört das auch. Wahrscheinlich ist hier die Rede von der Versammlung, dem Aufzug und dann ist die Frage, ab wann beginnt eine Versammlung, ab wann beginnt ein Aufzug. Also mit Sicherheit nicht, wenn 2 Personen auf der Straße zu sehen sind. Aber die Frage ist in der Tat, ab wann wäre das jetzt eine Versammlung? Das könnte ich Ihnen jetzt als Zahl nicht definieren. Also die konkrete Zahl ist ein Gerücht, die da immer die konkrete Zahl ist ein Gerücht. Und was ist, wenn ich jetzt mein Bild irgendwo entdecke und merke, nee, das möchte ich jetzt so nicht und das war keine Versammlung, sondern da hat jemand mein Bild veröffentlicht, vielleicht auch in einem Kontext, der mir unangenehm ist. Was mache ich da? Ja, Sie würden die Person anschreiben oder anrufen und bitten, dass sie das Foto herausnimmt und nicht weiter verbreitet. Oder Sie machen das Ganze anwaltlich, dann wird das sozusagen etwas förmlicher. Aber normalerweise reicht da möglicherweise schon der Hinweis. Das gilt sogar übrigens auch, wenn Sie als Arbeitnehmer auf der Webseite Ihres Arbeitgebers erscheinen, solange Sie dort noch gearbeitet haben und dann dort nicht mehr arbeiten, dann möchten Sie möglicherweise auch dort nicht mehr auftauchen. Das würde man dann auch dann direkt bilateral klären. Ganz herzlichen Dank.